wenn ich mich dann halt öffne, dann... Wenn ich mein Herz öffne, ist es... Dann gehen sie alle mal weg. Ja, Münster, herzlich willkommen zurück zu... Wir sind... In Weltblume, Feuerblume, Blume, Eisblume, Blume. Ja, wir sind tatsächlich hier. Wir sind hier. Es ist unfassbar. Und die Musik ist zu laut. Meine Ohren schmerzen. Ich weine. Strom an, Manege frei. Ja, da kann man auch den Dübel direkt in die Wand hauen und sich richtig freuen. Mit Mario natürlich. Wir haben, ich glaube in der letzten Folge, unfassbar. Warum ist jetzt ein Ding? Starke Scheiße. Oh fuck, muss ich die Sache aktivieren? Hallo, oh mein Gott, das ist scheiße. Alter, what the fuck? Warum schaffe ich das nicht? Fuck, mega wack, aber okay. Weil der Tanuki-Schweif mich behindert hat. Okay, pass auf, bam, runterrutschen. Und jetzt bam. Starke Leistung, so hätte es direkt funktionieren sollen, ne? Ja, wir haben in der letzten Folge gar nicht so viel gemacht. Das war eine Lüge, ne? Weil ich lüge euch immer an. Das ist so meine Leidenschaft, um meine Liebe zu zeigen, meine Zuneigung zu euch, ne? Ne, die Sache ist, ich glaube, wir hatten drei Level oder nur so gemacht. Aber trotzdem, es war ein... Was mache ich eigentlich hier für einen Schmarrn? Ja, das hätte ich auch nicht machen sollen. Ich glaube, ich werde gleich absolut sterben gehen. Ja, wenn hier Hammerbrüder sind, auf jeden Fall. Ich ignoriere den mal, dann kann der mir auch nicht wehtun. So ist es nämlich, erst wenn ich den Feuerbruder, den Feuerbruder auch, erlaube zu existieren, ne? Das ist ein bisschen so wie, Quantenphysik, ne? Alter, chill mal. Je nachdem, wie weit ich meine Augen aufmache, erlaube ich den Lichtstrahlen durchzugehen und ich sollte mich beeilen, ne? Nein! Oh mein Gott, das schaffe ich doch! Was ist denn los heute? Kann ich mich ja wieder umbringen gehen? Namen hier einblenden? Ich weiß nicht mehr, wie die Dinger heißen. Das sind einfach so... Oh mein Gott, was springt der mir ins Gesicht? What the fuck? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich hoffe, der springt nicht hier hin, ne? Okay, bam. Warten. Ja. Werf ruhig deine Scheiße. Wow. Chili Willi, Alter. Chili Willi. Bring ich jetzt um? Jawohl, Alter. Ins Gesicht. Der Hammer hat mich so gut getroffen. Ich freue mich. Das ist so ein bisschen wie wenn du dir Popcorn machst und das Popcorn fliegt dir. Oh mein Gott, was bin ich für ein Skiller? Keinen Gegner besiegt. Das war ein Pets-Fist-Run, Leute. Okay, ich habe das Gefühl, wir werden den letzten ständig bekommen aus irgendeinem Grund. Ja, bin ich denn schlecht? Oh. Okay, pass auf. Das war ziemlich gut, Mann. Jetzt möchte ich einfach nur ins Ziel. Ja, warte mal, ich muss überlegen, ne? Ich will ja auch nicht sterben, so, ne? Jetzt habe ich mein Baseball weggehauen. Ich warte ab. Nee, ich warte nicht ab. Ich bringe die Gegner alle um. Okay, warten. Muss ich es überhaupt machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich denke, ich muss es nicht machen, ne? Einfach aus dem einfachen Grund. Das hat ja eher einen Vorteil. Ich mache das mal so. Oh mein Gott. Das ist viel schlauer, Leute. Bautz! Ja, eigentlich braucht man das ja, ich glaube, im Original-Level, um den Stempel zu bekommen, ne? Aber hier gibt es keine Stempel, also scheiß mir auf den eigentlichen, nicht vorhandenen, eigentlich vorhandenen Stempel. Jawohl. Gut, 187. Was haben wir denn jetzt für ein Level? Ich glaube, wir haben auch hinten noch eins, ne? Das, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber, ja, wir machen die Reihenfolge, weil wir sind nämlich... Wir ordnen uns unter den freien Willen.
Rohrbruch in der Fuzzy-Fabrik. Habe ich gerade echt Fuzzy gesagt? Sag mal eigentlich Fuzzy oder Fuzzy? Ich glaube Fuzzys, ne? Mario, nicht Mario, ich wollte Luigi nehmen. Das ist eigentlich ein Luigi-Level. Also, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben es damals vielleicht mit Luigi gespielt. Ich bin mir sicher. Okay. Ja, das Level ist scheiße. Cool. Bring mich doch einfach wieder um. Okay, also, ich glaube, die... Warum mache... Was mache ich denn? Oh, das ist natürlich ein schöneres Item. Jetzt kann ich auch hier hochkraxeln. Den Stern instant holen. Sehr gut. Und dann auch hier bleiben. Ich kann mich auch theoretisch auf die Stacheln jetzt stellen. Indem ich halt, ne, die Statue mache. Aber wenn ich mich dann halt öffne, dann... Wenn ich mein Herz öffne, ist es... Dann gehen sie alle mal weg. Warum sind da Blöcke? Das, naja, es würde mich halt ein bisschen interessieren, so, weil, das sind ja nicht nur Grundblöcke, ne? Oh mein Gott, chill. Okay, chill. Da ist was. Alter, öffnen. Da ist bestimmt ein Stern. Oh mein Gott, geh doch einfach hoch. Geh hoch. Oh mein Gott, ich bekomme halt einen Herzinfarkt. Dankeschön. Exzellent. Öffnen. Dann halt nicht. Was ist da? Da ist nicht ohne Grund so eine Scheiße. Oh mein Gott, ein neues... Ich hab's nicht mitgenommen. Bin ich dumm? Bin ich wack? Kann ich... Nee, das ist auch Scrolling-Part, ne? Ich dachte nur gedacht, da wäre was da links. Wahrscheinlich ist da auch der dritte Stern. Ich weiß es nicht. Okay, hier kann ich ein Folgendes machen. Bam. Ja, als Vorteil nutzen. Oh Gott. Stark, stark. Okay, cool. Ist da was? Ich weiß es nicht, Leute. Das sieht so aus, als hätte hier was sein können. Als müsste ich hier vorne runterfallen. Ich weiß es nicht. Okay, okay. Ja, die brauchen ja noch lange. Ah. Oh. Da oben geht's ja noch weiter. Oh mein Gott, danke schön. Den Runner-Pilz nehme ich auch gerne mit. Nein, bist du dumm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh hoch. Oh. Ich wollte eigentlich diesen Hecht-Scheiß-Sprung machen da. Diesen Dive halt. Aber man wird ja dann direkt... Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass die jetzt von da auch kommen. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Okay, Chili Willy ins Ziel. Phew. Warum Phew? Gut. Also bis auf die Tode, die wir jetzt alle einfach mal ignorieren werden, ne, war das ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Gut, ich bin nur einmal gestorben, von daher also. Ich denke mal, da kann man ein Auge mal zudrücken, ne? Von mir aus. Ich finde das krass, ne? Ich hab's echt nicht mehr in Erinnerung, dass wir so viele Sterne haben, ne? Richtig krass. Richtig krass. War das eigentlich jetzt Level 3? Warum 3? Das ist Level 3. Das andere war 2. Okay, nachts im Krieg Piranha-Sumpf. Boah, das war ein mega nice Level, ne? Das hat so richtig nice Vibes, ne? Nachts im Krieg Piranha-Sumpf. Nein, ich wollte... Oh, yeah. Ist es heute ein Mario-Part oder was? Mario ist einfach zu krass, zu heftig. Wir müssen hier wechseln zur Feuerblume. Denn, wir sind jetzt feuerbändiger geworden. Wenn ich jetzt mal ganz kurz... Ja, ne, so ist es halt mit Feuer. Es kommt und geht. Das brauche ich doch safe. Das kannst du mir jetzt nicht antun. Er tut mir das an, ne? Dann gehe ich mich einfach gleich wieder umbringen. Weil, warum auch nicht? Ist da jetzt eine Feuerblume, eine neue? Ehre. Okay, Chili. Ich sollte die Gegner auch töten, ne? Alter, der Effekt sieht ja so gut aus, einfach. Das mag ich ja mega. Mega, Leute. Mega nice. Ja, ich wollte gerade mal ganz kurz die Chance nutzen und zu sagen, ja lol, ich habe Avatar geguckt. Krass, ne? Also, die Serie da, der Anime, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bei Nickelodeon, ne? Das da. Und, habe ich als Kind gehasst? Ich hab's gehasst, hab's immer weggeklickt, weil ich mir dachte, nein, das ist blöd. Ich mag das nicht. Und, ja, ich habe es mir als angeschaut, ne? Und, alles, ne? Und... Das war das Dümmste, was ich hätte machen können als Kind, das nicht zu schauen. No joke. Alter, bitte geh weg. Das war wirklich eine richtig, richtig nice Serie. Und kann ich jedem empfehlen. Das war so offensichtlich, dass jetzt hier der erste Stern ist. Das war so offensichtlich. Ich komme nicht darauf klar. Theoretisch, ne? Könnten wir jetzt auch da hochkraxeln. Es sei denn, das ist eine Wolke, die uns hier hoch... Ja, okay. Dann machen wir das so. Weil ich bin mir unsicher... Da ist ja ein Gegner. Chill, chill, chill.
Kann er uns eigentlich verletzen, wenn wir ihn... Also wenn wir einfach gegen ihn rennen, das weiß ich gar nicht. Okay, nicht zu voreilig. Bam, bam. Gönnung, bam. Und Power Block. Ich sagte Power Block. Yeah. Hey, die sterben ja instant. Das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist da was? Frage ist jetzt, ob sie Röhre. Stark, cool und mega based oder... Was ist da? Eine Wand wahrscheinlich, ne? Um nicht hochgehen zu können. Okay. Bringt uns wieder zurück. Das finde ich sehr nett. Weil sonst wäre ich nämlich zurückgegangen. Oh nein. Ich sehe jetzt schon, das wird super cool, wenn dieser ekelhafte Knochentrocken uns verfolgen wird. Ja, da, guck mal, da ist schon der nächste. Oh mein Gott. Ha! Stark. Okay, da ist auch so ein Teil. Instant getroffen, wie so ein König. Willst du mich verarschen? Jetzt ist da noch eine. Okay, pass auf. Pass auf. Oh, nein! Ja, das... Was hätte ich machen sollen? Was hätte ich so machen sollen? Das ist so... Oh mein Gott, ich hätte nicht alle berührt. Ja, das war so klar, dass das unfassbar... Ne, den kann ich auch so holen. Ich brauche das Vieh nicht dafür. Geh weg! Bitte! Oh mein Gott! Hau ab! Pass auf, kann ich einfach den hier machen? Oh, krasser Sprung. Okay, ist auch die, der zweite Stern im Bande? Ich hab nämlich schon ein bisschen Angst. Hier ist was. Brauche ich nicht. Ich habe ja einen. Ich will jetzt nicht irgendwie... Okay, also wahrscheinlich sind alle Sterne, alle grünen Sterne heute. Heute vor allem. Einfach heute. Wir haben halt heute nur dieses Level gespielt. Wahrscheinlich dafür da. Genau, das ist wahrscheinlich jetzt das letzte Feuer, der letzte Stern. Ich dachte gerade schon. Imagine. Der wäre jetzt einfach, ne, so richtig eklig, einfach unten gewesen. Ja, so ist viel einfacher. War dumm, wenn ich jetzt, wäre ich jetzt einfach vorbeigesprungen mit der Feuerbombe. Lächerlich gewesen. Aber gut. Ja. Was sagt die Uhrzeit eigentlich? Die Uhrzeit sagt, es neigt sich dem Ende. Aber ich denke, ein Level können wir noch reinhauen. Guck mal, das ist auch schön. Haben wir die ersten drei und dann noch das vierte gemacht. Ich denke, das ist schon ganz passabel, ne? Ich glaube, das war schwierig. Eine Hektik im Fort der Feuerbrüder. Das war, glaube ich, so richtig... War das nicht sogar auf Zeit? Komm, lassen wir den Part auch für Mario. Komm, wir haben es jetzt schon so durchgezogen. Ja, es war Zeitdruck. Das habe ich gerade schon fast gedacht. Okay. Dürfte also gar nicht mal so lange dauern. Aber ich glaube, die Problematik hier ist tatsächlich gewesen, dass man halt Zeitdruck hat. Lol, wer hätte sich das gedacht, ne? Okay, bam. Gönnung. Gönnung. Bin mir unsicher. Ha! Oh Gott, das war knapp. Ich glaube, man muss nämlich auch manchmal die Gegner besiegen. Ah, nee, ich glaube, man muss... Ah, nee, man muss immer, glaube ich, die Feuerbrüder besiegen. Das ist, glaube ich, so der Haken. Da müssen wir, glaube ich, auch hoch. Da kommt gleich ein Steinblock. Das habe ich alles noch im Kopf irgendwie. Bam. Ach, da hätte ich auch so hoch. Okay, lol. Ja, habe ich einfach mal anders gemacht, jetzt wie es sein soll. Zweiter Stern, sehr gut. 11 Sekunden noch, Leute. Ehre. Okay, ich springe jetzt einfach vorbei. Ehre. Oh, das war dumm. Safe reicht die Zeit nicht. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, lol. Gönnung. What the fuck? Ich race hier durch. Ich habe den dritten Stern verpasst. So race ich hier durch. Ist ja echt so. Ich habe den letzten Stern verpasst. Wie dumm ist das denn? Oh mein Gott. Das passiert, wenn man Zeitdruck hat. Wir sehen uns dann beim Sternchen, ne? Ja, lol, hier ist er. Schon königlich, oder? Ja, das ging jetzt doch, dann sag ich. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Part. Vielleicht schaffen wir es, die Welt abzuschließen. Es sind aber doch dann doch ein paar Level, ne? Naja, aber ich glaube hier, das hier ist so ein Boss-Rush-Level, glaube ich, nochmal. Wir werden es sehen, ne? Vielleicht schaffen wir es, vielleicht nicht. Wir sehen uns nächstes Part wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt münzig und tschüssi, Kowski.